Herzlich willkommen zur 27. Folge meines kleinen Stricktagebuchs hier auf YouTube. Ich bin Cynthia, wohne in Westsachsen und erzähle euch in den nächsten Minuten, was ich in den letzten 4 Wochen so gemacht habe. Ja, 4 Wochen sind um. Yay! Nee, leider nicht. Also eigentlich wäre ja schon eine Folge dazwischen dran gewesen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Also es war so viel los. Und dann hatte mich zwischendurch auch noch schön eine Krankheit ereilt, dass ich wirklich gar nichts gemacht habe. Ja, also ich habe eigentlich effektiv 2 Wochen gestrickt von den 4. Aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist ja auch Sommer. Ja, Stichwort Krankheit. Also ich habe es geschafft, nach 2 Stunden in der Sonne einen Sonnenstich zu bekommen. Muss man erstmal schaffen. Aber kann ich leider nicht ändern. Das hat mich dann auch wirklich so aus der Bahn geworfen, dass ich nicht stricken konnte. Also jeder, der das schon mal hatte, da hat man halt mit seinem Kopf so zu tun, dass man da einfach dann auch nicht stricken kann. Irgendwie ist mein T-Shirt heute total geknickt und was das hier ist, weiß ich auch nicht. Also schaut einfach nicht hin. Ja, ich hatte das schon den ganzen Tag an und ja, man sieht's. Es ist jetzt übrigens Donnerstag. Ich habe keine Ahnung, was für eine, der 6. oder so. Also 6. Juli, ist schon Juli. Und ich bin gerade von der Arbeit rein, es ist jetzt 16:45 Uhr, also 16.15 Uhr. Und ich dachte, jetzt mache ich ein Video, weil dann wird, am Wochenende wird nichts, morgen wird nichts. Und am Montag fahre ich in Urlaub. Also Montag, Dienstag fahre ich weg. Und ja, ich wollte unbedingt noch eine Videoaufnahme vorher machen. Dann kann ich nämlich hier auch ein bisschen was wegräumen. Ja. Nehmt euch einen Kaffee oder was auch immer, einen Tee, was zu trinken. Ich habe neben dem Kaffee auch noch Eistee hier. Es ist nämlich schon wieder 25 Grad draußen warm. Und ich dachte mir, da brauche ich auch noch irgendwas Kaltes. Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe 5 fertige Projekte. Es mag jetzt total viel klingen, aber die meisten waren irgendwie im letzten Video so anfertig, kurz vor fertig. Und deswegen ist es gar nicht so viel, was ich da gemacht habe. Fangen wir mal an mit dem, was als erstes, ich weiß gar nicht, ob es als erstes fertig wurde, aber was mit am Anfang fertig wurde, und zwar ist das mein Schal. Ich habe einen einfachen Rundhals, also das ist ein Tuch, ein einfaches Rundhalstuch gestrickt, und zwar von Martina Supova. Das war ein Karl, man braucht dazu keine Anleitung, aber ja, es ist ein einfaches Rundhalstuch und es sieht jetzt so aus. Ja. Ich habe es tatsächlich schon bei Instagram, glaube ich, gepostet. Es ist auch schon gespannt und gewaschen und ja, es lag jetzt ein bisschen, da sieht es ein bisschen geknittert aus. Also die Anleitung hat halt vorgesehen, dass man in 4 Wochen dieses Tuch strickt und es endet damit, dass man ganz normal abkettet elastisch, und ich habe mir überlegt, ich mache einen Picot-Rand dran und habe dann Picots gestrickt. Das sieht bei mir so aus. Ich habe in jeder 5. Masche, ein 5er Picot reingemacht. Ich habe es auf meine Ravelry-Seite gestrickt. Was ist denn das hier? Das sieht echt geknittert aus. Warte mal. So, vielleicht sieht es schöner aus. Naja. Und dann habe ich das Tuch fertig gestrickt. Ich habe es sogar noch ein bisschen größer gestrickt, als man das sollte. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich spannend. Also man schlägt hier an, macht eben die Zunahmen wie so ein Halbmondtuch und strickt halt kraus rechts rüber und über. Also es ist wirklich nicht schwer. Ich habe das Ganze mit Fingering gestrickt und hatte am Ende, ich glaube, um die 700 Maschen auf der Nadel oder den Nadeln hier außen und habe dann halt an 2 Tagen mal einen Picot gestrickt. Also ich habe mir das wirklich aufgeteilt, das war ein endlos Gestricke. Ja, man kann das jetzt halt so tragen, ist eher so ein kleineres Tuch für die Übergangszeit. Ich würde das, glaube ich, auch irgendwie so tragen. Moment. Also entweder man macht das wirklich so oder man trägt es so. Ich würde das auch nicht einfach so tragen, sondern ich würde da irgendwie das, also eine Jacke und dann halt das drüber. Ja, das Ganze landet bei mir aber in der Geschenkekiste. Ich glaube, für Weihnachten oder so braucht man ja immer mal was. Da kann man das schnell ziehen. Und ja, mir fällt gerade auf, dass diese Wolle das eigentlich ganz schön mustert. Die Wolle ist, ich habe schon gesagt, ein Fingering. Also ich glaube, sie hat
400 Meter auf 100 Gramm. Und zwar ist die von Wohlroliger. Da hatte ich zwei Stränge. Das ist die Qualität Paul Snow. Das sind 100% Merino extra fein. Also 100% Wolle. Und 400 Meter auf 100 Gramm. In der Farbe Versprechen. Und ich habe auch einen Picorand gemacht, weil ich noch sehr viel übrig habe. Nämlich noch so viel übrig. Moment, so. Die ist allerdings nur mit Handwäsche, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit mache. Aber es ist auf jeden Fall so viel, dass noch ein paar Socken rausgehen würden. Ja. Also, das ist fertig geworden. Ist so richtig schön flauschig, weich. Ich habe es mit ganz normaler Wollwäsche in der Badewanne. Ich lege das dann immer ein, lasse es 2 Stunden oder so weichen. Und dann habe ich es auf einer Spannmatte ein bisschen gespannt. Also nicht wirklich viel. Aber es würde noch auf jeden Fall viel mehr rausgehen. Ja. Das war das erste fertige Projekt. Kommen wir zum nächsten. Dazu brauche ich erstmal Sockenblocke. Und zwar habe ich die Socken, die ich letzte Folge angefangen gezeigt habe, fertig gemacht. Ich glaube jedenfalls, dass ich sie angefangen gezeigt habe. Und zwar ist ja im Juni der Pride Month gewesen und ich hatte den Adventskalender von Eifelwolle letztes Jahr. Eifelwolle. Und da war eine Qualität drin, 100 Gramm 500 Meter, 70% Schurwolle und 30% Alpaka. Und die hatte eine Regenbogenfärbung drin. In der letzten Folge habe ich euch da den Strang gezeigt, also als Foto. Und ich habe ein paar Socken daraus gestrickt in Schuhgröße 36. Hier ist der zweite, also sind beide fertig. Die habe ich tatsächlich bei Instagram auch schon gepostet, weil ich mir überlegt hatte. Es ist ja Juni gewesen und jetzt ist ja schon Juli und ich dachte, da kann man auch zeigen, dass ich die fertig habe. Ich finde die Färbung richtig, richtig schön. Also die sind super schön rausgekommen. Die landen auch in meiner Geschenkkiste. Ich habe tatsächlich eine 36 gestrickt, weil ich mit 60 Maschen die 36 gestrickt habe. Und 2,25er Nadeln durch die dünne Wolle. Ja, gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. 2 Rechts-, 2 Linksbündchen, Bumerangferse und Sternchenspitze. Ja, die ließen sich so nebenbei runterstricken. Genau. Ich habe auch so viel übrig von dieser Wolle, dass ich damit noch ein paar Socken stricken kann. Ich zeige euch dann gleich noch, was ich da schon probiert habe, was ich aber wieder aufziehen werde. Ja. Und die ist total weich, richtig schön. Ich muss einfach mal gucken. Es wird einen Abnehmer für diese schönen Socken geben. Und wenn nicht, geht es zur Aktion Grüne Socke. Ich habe mir übrigens vorgenommen, ich habe schon 2 Paar, ich muss mal noch ein drittes stricken. Weil ich würde gerne mal wieder einen Brief hinschicken. Ich schicke das dann immer so einen Maxi-Brief hin. Immer 3 Paar, weil auf einem Blatt Papier sind 3 Banderolen. Ja. Jo. Genau. Das ist fertig geworden. Und dann ist noch was fertig geworden. Und zwar meine Babydecke. Meine Babyrestedecke ist fertig. Ich habe tatsächlich am Ende nicht mehr jeden Tag eingestrickt. Ich war so im Rückstand sogar, dass ich dann mal innerhalb von 3 Tagen alle gestrickt habe. Ja, also das ist meine Reste-Babydecke. Tada! Mit 56 Quadraten. Also ich habe 8x7 gestrickt und ich war das letzte Mal in der 6. Reihe hier und jetzt ist noch das und die 2 Reihen dazugekommen. Da erzähle ich euch jetzt gleich mal, was ich da so gemacht habe. Letztes Mal habe ich ja schon gezeigt, dass dann diese Weihnachtswolle kam. Da hatte ich Socken mal draus gestrickt. Dann kam dies, also die ist glaube ich von online. Dann kam diese handgefärbt. Ich glaube, die ist von Sockenschiefchen. Bin mir nicht ganz sicher. Dann diese, das waren meine Irland-Socken. Dann die hier, da habe ich das Tuch draus gestrickt. Also das war da schon fertig. Da habe ich die Rebblütensocken draus gestrickt. Das hier ist in meinem Fade vom Andrea Morway drin gewesen. Den habe ich euch gezeigt, wo ich angefangen habe zu podcasten. Irgendeine blaue Sockenwolle. Da habe ich einen Kaul draus gestrickt. Das waren auch Socken. Das ist ein Teil. Achso, das waren auch Socken. Die hatte ich in Irland letzten Sommer gestrickt. Da habe ich einen Brioche-Kaul draus gestrickt. Von Tanja Steinbach, der auch sehr schön ist. Der aber auch schon verschenkt ist. Das war von dem Baby-Stirnband der Rest, das ist ein Baumwollrest. Da habe ich Socken draus gestrickt, das ist eine Wolldackel, die heißt Tropical, also schwarz mit so Neonfarben. Da habe ich einen Pullover draus gestrickt aus dem Outdoor-Maschenbuch. Das war meine Hose.
Das ist ein Rest, wo ich noch sehr viel Rest habe, wo ich glaube ich nicht mal ein paar Socken draus gestrickt habe, aber ich glaube, es ist eine Ria. Das ist auch aus von meinem Feld. Das waren Sockenwolle aus dem Opal-Abo, wo ich auch zwei paar Socken draus gestrickt habe. Genauso wie die. Die beiden sind gleich. Und dann habe ich noch einen grünen Restrand, der auch irgendwo schon mal drin war. Wo ich aber überlegt habe, bei den letzten zwei, dann mache ich halt beide nochmal rein, dann war sie nämlich fertig. Ja, und dann kam die Sisyphus-Arbeit schlechthin. Ich habe einen I-Cord außenrum gestrickt. Und jetzt kann man sich ausrechnen, das sind 23 Maschen gewesen. Also ich hatte 46 im Quadrat. Und jetzt habe ich das hier siebenmal und dann achtmal und nochmal siebenmal und nochmal achtmal. Müssten so um die 700, 800 I-Cord-Masche, also I-Cord gewesen sein. Und ich habe dafür 2 Tage gebraucht, um diese Decke mit dem I-Cord zu versehen. Aber ich finde, das hat sich richtig gelohnt. Also die ist richtig schön, hat eine sehr schöne Größe und die muss ich jetzt noch waschen, und also Handwäsche. Und dann landet die in meiner Geschenkekiste. Und tatsächlich haben sich in der Zeit 2 Babys angekündigt. Das heißt, ich muss noch ein bisschen vorarbeiten. Also ich will jetzt gar nicht nur decken, sondern ich will auch noch ein paar Söckchen, Mütze und so stricken. Ja. Also bin schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe schon mal eine Decke. Genau. Ja. Sonst, ich war tatsächlich in Zwickau unterwegs. Und da war ich im Laden in der Bahnhofstraße. Gibt es einen Woll- und so Gardinenladen. Und die führt Sandnesgarn. Und sie führt nur 2 Marken Sandnes und noch eine, also so nordische Marken. Dort gibt es auch die Sandnes-Hefte. Und da habe ich in der also Ramschkiste dieses Garn gefunden. Das ist die Mini-Alpaka in dieser Farbe mit der alten Banderole. Die war halt ganz günstig im Ausverkauf. Und ich brauchte halt für das einen neutralen I-Cord. Und da habe ich halt dieses Grau genommen. Ja, das ist die Farbe 1042. Ja. Also hatte sie nur noch einen Knäuel und da habe ich den halt mitgenommen, weil ich auf Anhieb nicht wusste, ob ich noch ein Grau oder so habe. Ja, das war übrigens ein sehr schöner Besuch dort, schönes Gespräch. Und wenn ich jetzt was brauche, das ist von mir eine Viertelstunde weg, Zwickau, da kann ich halt mal schnell hinfahren. Also wer hier aus der Region kommt, der Bahnhofstraße, ich weiß nicht, wie der Laden heißt, aber die haben halt so eine Hälfte Wolle und eine Hälfte so, machen die so Raumausstattung, Gardinen und sowas. Ja. Also für, und gerade Sandnes mag ich sehr gern, das Garn. Finde ich schön, dass sie das führt. Sie führt, glaube ich, auch nicht jede Farbe, aber man kann anrufen, wenn man was haben möchte, und dann kommt das innerhalb von ein paar Tagen. Genau. Also liebe Grüße, falls du was schaust. Das war sehr schön. Ja. Genau. Das ist die Babydecke. Das ist übrigens die Anleitung, ist die Coziest Memory Blanket von Camperay, glaube ich. Ganz einfach, kostenlos und ja, kann jeder stricken. Würde ich sogar nochmal stricken, wenn ich jetzt wieder Reste hätte und Lust darauf, würde ich sie nochmal stricken. Aber ich würde sie nicht in der großen Größe stricken. Das, also, wo dann diese Quadrate, wo da schon relativ viele dran waren, fand ich es ziemlich anstrengend. Gestrickt habe ich das Ganze auf 2,5 mm Nadeln. Gut, dann noch mehr fertig. Ich habe nochmal Socken gestrickt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ein Projekt mache, wo ich so ein bisschen Baumwollgarn verstricke. Baumwollsockengarn. Und das ist ein Garn, das hatte ich noch in meinem Vorrat. Dieses. Man sieht schon, es hat schon ein bisschen abgenommen. Und zwar hatte ich das mal im Ausverkauf gekauft, wo Strickoholic ihren Etsy-Shop zugemacht hat und in den eigenen gegangen ist. Also das ist eine Strickoholic-Wolle. Und zwar ist das die Qualität Boot Socks Cotton, biologisch abbaubar, Farbe 02, und es hat 44% Wolle, 42% Baumwolle und 14% Polyamid und 400 Meter auf 100 Gramm. Ja, ist mulesingfrei und Superwash-Ausgröße bis 30 Grad. Ja, das ist auch so ein bisschen regenbogenmäßig, also man hat blau, grün, orange, gelb drin. Und hat sich jetzt halt angeboten. Es war ein Strang, den ich aber schon ein Stück lang gewickelt hatte. Und die Socken hatte ich angeschlagen, eigentlich nur für den Teich. Also wir haben hier so einen kleinen Mini-Teich mit 3 Goldfischen. Und da sitze ich manchmal abends und trinke einen Radler oder eine Limo. Also je nachdem, ich trinke nicht jeden Tag Alkohol.
Und da hatte ich die Socken angeschlagen. Und zwar ist das wieder die Strandtreppen von Nicolas Susan. Und so sehen die aus. Ich habe wieder die kleinste Größe gestrickt. Das ist eine 38 auf 39er Sockenbrett. Aber ja, habe ich dann abends halt immer mal gestrickt und die sahen dann noch relativ schnell fertig. Ist eine sehr bunte Wolle, braucht man also nicht viel Muster und ja, muss ich ausprobieren, wie die sich jetzt tragen. Die sind, weiß noch nicht, ob ich die behalte, 39, ich habe 38 habe ich gestrickt, ich habe eine 39. Ich hätte vielleicht noch 5 Runden mehr stricken müssen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht dehnen die sich auch. Ich muss die auch noch waschen und dann schaue ich mal. So an sich vom Stricken her sah es ganz gut aus. Das Maschenbild ist eigentlich auch ganz schön. Und sie sind ein bisschen rauer als die Regia. Die haben natürlich nicht diesen Faden, aber von der Färbung her finde ich sie übrigens sehr schön. Die waren halt wirklich günstig, wo ich den Shop zugemacht habe, dann hatte ich die halt mitgenommen. Die lagen jetzt aber auch schon 2 Jahre in meinem Vorrat oder so. Also die Wolle. Ja, also noch ein paar Strandtreppen fertig. Die Anleitung habt ihr jetzt schon so oft bei mir gesehen, da sage ich jetzt auch nichts weiter dazu. Ja, dann habe ich noch was fertig gestrickt, aber noch nicht ganz fertig gemacht. Und zwar habe ich euch, das fällt schon runter, in der letzten Folge erzählt, dass ich wieder ein Kissen geschlagen habe. Und zwar ist es die Anleitung Mountain Ridge Pillow von Xenia Nation. Und ich habe ja schon eins fertig und habe jetzt halt ein zweites angeschlagen. Und gestrickt habe ich es tatsächlich fertig. Es ist nur noch nicht vernäht und noch keine Kissenfüllung reingemacht. Und das sieht jetzt so aus. Ja. Und gewaschen habe ich es auch schon und die Wolle wird dann sehr viel weicher. Und das habe ich jetzt auch, das sieht man auch schon, dass ich hier gespannt habe. Ja, und so sieht es aus. Man fängt hier an. Eigentlich strickt man Vorder- und Rückteil getrennt, weil man das hier, dieses Muster, auf dem Vorder- und Rückteil strickt. Ich habe ein Judy's Magic Cast-On gemacht mit 20 Maschen weniger, also 10 auf beiden Seiten von der Anleitung und habe dann in der Runde gestrickt, habe nur die Vorderseite gestrickt und die Rückseite halt da rechts. Ja. Ist eine kostenlose Anleitung auf der Knitpick-Seite, wenn man sich da anmeldet. Und ja, ich habe jetzt ganz normal abgekettet, werde jetzt hier noch einen Reißverschluss einnehmen und den Rest zunähen und dann habe ich ein zweites Sofakissen. Mal gucken, ob ich das heute noch mache. Also ich will es auf jeden Fall vom Urlaub noch machen. Das ist halt gerade erst trocken geworden mit Waschen. Es dauert halt ein Stück mit der Wolle. Ja. Und ich habe es auch mehrmals gewaschen, also wo es feucht war, halt mehrere Waschgänge gemacht, weil da so viel Dreck, Farbe und was weiß ich rauskam aus der Wolle, dass ich, da hatte ich kein gutes Gewissen bei dem Ausringen. Also es wurde immer wieder grün und immer wieder grün. Und das war nicht so. Ja. Den Reißverschluss habe ich bei Putinette übrigens gekauft. Auch in so einem Grün. War sehr günstig. Ist ein, zwar einer mit festen, aber es reicht den Rest nicht dazu. Ja, jetzt habe ich schon über die Wolle geredet. Also das ist hier eine Kone gewesen. Holz Super Soft in der Farbe Calypso. Die habe ich doppelt gehalten. Zusammen mit... Wo ist sie da? Der Titicaca in der Farbe Nettle. Also das ist ein 100% Alpaka-Garn, 50 Gramm, ich glaube 400 Meter. Und das hat auch so eine Lauflänge. Ja, es ist immer noch einiges auf der Krone drauf. Ich wollte es eigentlich mal aufbrauchen. Da muss ich mal gucken, was ich jetzt daraus noch mache. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, die beiden also Single zu halten und noch einen Rest und dann daraus eine Babydecke zu machen. Dann hätte ich nämlich immer eine Farbe, die grundlegend durchläuft. Das würde sich auch aufbrauchen. Und dann hätte ich immer noch einen Rest, den ich mit verbrauche. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht mache ich das. Mal gucken. Ja, also hier habe ich einen Andertages gebraucht, nicht ganz. Und hier habe ich so um die 120 Gramm, 130 Gramm gebraucht insgesamt. Mit doppelt gehalten. Gestrickt auf 3,5 Nadeln. Dreifach, ja, das ist schon anstrengend. Aber es hat sich, finde ich, wenn ich jetzt dieses Maschenbild mir anschaue und dieses Kissen, es hat sich gelohnt. Also ich finde das mega schön. Passt auch sehr gut auf diese graue Couch. Also jetzt sieht er mal im Licht so. Und ja, sehr schöne Deko. Freut mich. Als Kissenfüllung nehme ich eine Innerfüllung von den Schweden. Ja?
Ich will keine Werbung weiter machen, also das ist eh eine Dauerwerbesendung, aber ja. Genau, das war das fünfte fertige Projekt. Oh, Wahnsinn. Achso, was ich noch sagen kann, das letzte Mal war ich irgendwo am Anfang, hier irgendwo kurz nach dem zweiten Hügel. Also das kam alles dazu. Ja, ich bin irgendwie total schlecht, so Fortschrittsmarkierer zu setzen. Also bei der Decke habe ich es jetzt gemacht, aber hier habe ich irgendwie nicht so dran gedacht. Vor allem, wenn ich das dann wasche, dann mache ich die halt einfach raus. Ja. Bei dem Tuch war ich nämlich auch irgendwie so viel vor Ende, aber da war halt so viele Maschen, dass sich das ewig gezogen hat. Ja, dann kommen wir zu dem, was ich... fangen wir erstmal vielleicht mit dem Fail an. Oder ich trinke erstmal was. Ich rase heute so durch. Ja. Kann ich mich in dem Bezug übrigens mal für die ganzen neuen Abonnenten bedanken. Ich sage ja nie so Danke. Ich schreibe das dann immer rein, weil ich es vergesse. Aber das ist wahnsinnig schön. Ich freue mich da. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Es dauert nur immer ein bisschen, bis ich sie beantworte. Also versuche schon zu antworten, aber irgendwie schaffe ich es meistens nicht. Also wenn ihr jetzt kommentiert, dann ich antworte. Aber wenn ich im Urlaub bin, weiß ich halt nicht mit WLAN und so. Ich bin halt nicht in der EU. Deswegen muss ich dann gucken. Ja. Also Urlaub werde ich euch übrigens, ich denke... in der nächsten Folge ein kleines bisschen sagen, wo ich war und was ich so gemacht habe. Aber wer da Interesse hat, der sollte mir einfach bei Instagram folgen. Ich heiße da Addicted to Wool, also Addicted_to_Wool. Da werde ich, denke ich, immer mal was zeigen. Ich bin sehr landschaftlich unterwegs. Und ja, vielleicht nehme ich euch so ein kleines bisschen mit. Mal gucken. Zeige ich immer mal was. Ja. Kommen wir mal zu dem, was schiefgegangen ist. Und zwar wollte ich diesen Rest hier von den bunten Socken verwerten. Also ihr seht, da ist noch sehr viel da. Und irgendwie hat diese Anleitung mit mir nicht gut gehießen. Ich schaue immer in dieser 12-Paar-Socken-im-Jahr-Gruppe, wo es immer 3 kostenlose Anleitungen gibt. Und da hatte ich diese angefangen. Und das war so ähnlich wie die Painting Bricks von Steven West. Und nein. Also das mit den Hebelmaschen, das ist ein Hebelmaschenmuster, das ist einfach nicht meins. Ich habe schon die Nadeln gezogen, das ist auch viel zu groß, also das gefällt mir überhaupt nicht. Eben kombiniert mit so einer langen Jans, jawohl. Ja, also das mache ich wieder auf. Ich finde noch irgendwas für das. Ich wollte halt gerne das so ein bisschen nicht mehr einzeln verarbeiten, weil das so ewig gedauert hat. Ich muss mal gucken. Irgendwas findet sich für die 60 Gramm oder so noch. 50, 60 Gramm sind es, glaube ich, noch. Ja, genau. Dann kommen wir zu dem, was ich stricke. Und das sind tatsächlich aktuell nur 2 Projekte. Das Coralou liegt bei mir noch im Schrank. Die Decke habe ich auch noch nicht weitergemacht. Mir ist es einfach zu warm. Also bei 30 Grad dann diese Riesendecke, die man dann auf dem Schoß hat, zu stricken. Ist nicht so meins. Aber ich habe tatsächlich 2 Projekte, wo ich gerade aktiv daran arbeite. Und ich hoffe, dass ich zumindest eins noch schaffe vor dem Urlaub. Mal gucken. Das ist gleichzeitig das Projekt, was mir ein bisschen Sorgen macht. Und zwar habe ich euch in der letzten Folge erzählt, dass die Kiwi mir Wolle geschenkt hat. Also diese Wolle ist geschenkt. Und ich wollte jetzt unbedingt... eine Anleitung stricken und halt einmal die Wolle stricken. Jetzt habe ich mir überlegt, strickst du Schuhgröße 40? War eine schlechte Idee, werde ich gleich sehen. Und zwar hat sie mir ihre neue Basis, also Kiwi, das Oderdeichschaf, hat sie mir ihre neue Basis, also hallo übrigens Kiwi, die Deichmera gesendet. Und zwar sind das 80% Merino und 20% Rami, das ist ja logisch. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal die Farbe Erdbeereis ausgesucht. Das ist die Farbe Erdbeereis. Ich habe mir übrigens gleich parallel Erdbeereis und Himbeereis gekauft. Ich hatte dann so Appetit darauf. Habe ich jetzt auch mal zwischendurch die Strohsocken weggelegt. Also Stricksocken. Und habe dann ein Erdbeereis gegessen. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt angeschlagen mit 14 Maschen auf einer 2,75er. Ja, diese von Net Pro. Und die Zehen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, das Knäuel, das wird immer kleiner und noch kleiner. Jetzt habe ich das Ganze auf die Waage gelegt und ich habe tatsächlich noch 60 Gramm und ich bin so weit.
Ich habe den Schaft, glaube ich, viel zu lang gestrickt. Also er ist eigentlich gar nicht so lang. Das ist eine 15 cm Nadel. Schaut mal. Und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, was ich mache. Was ich jetzt halt überlegt habe. Ich mache die Socken nicht wieder auf. Dass ich jetzt stricke hier vor, bis ich 50 Gramm noch übrig habe. Und die Spitze einfach farblich absetze. Ich habe ja noch zwei weitere Knöpfe, von der Deich mehrere. Dass ich halt den einen nehme und das hier absetze. Oder vielleicht so drei Runden einfade. Mal gucken. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das sind noch 60 Gramm. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Ich mache sie nicht auf. Also dann setze ich über irgendwas anderes an. Ist auch ein bisschen weiter hier. Das sollen halt so Drüberziehsocken werden. Also das ist auch ein 39er Brett, ne? Aber ich habe halt auch keine Farbe. Also ich glaube, ich werde dann das blaue Knäuel nehmen, weil das orange-grüne Knäuel, das passt hier ja so gar nicht dazu. Das Problem ist, ich habe halt von der Lauflänge, das sind ja 300 Meter auf 100 Gramm, habe ich jetzt auch nichts Vergleichbares da. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es unten rein, aber wenn nicht, breche ich einen anderen Knäuel, den ich habe, an, mache vorne eine andere Farbe an der Spitze rein und nehme dann, schräg dann noch ein paar Handstulpen drauf oder so. Aber diese 300 Meter reichen mir nicht. Mann, ey, ich hab halt gestrickt und dachte mir, das Knäuel wird aber kleiner, das war der erste. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mal rein. Ich mache sie aber nicht wieder auf. Also ich finde das zu schade. Das Muster ist nämlich sehr schön. Das ist das Muster, die Barry Kane Socks von Debbie Ford. Und das ist halt gerade in dieser 12 Socken pro Jahr Gruppe 1 der Monatsmuster. Kostenlos. Das ist nicht schwer. Das ist hier ein bisschen mit verschränkten Maschen. Und dann strickt man hier mit zusammen und Umschlägen. Das Muster ist auch sehr schön, finde ich. Sieht ganz gut aus. Ich muss mal gucken. Ich stricke jetzt erstmal so weit, wie ich komme, bis noch 50 Gramm übrig sind. Ich denke so, bis da oder so. Und dann schon überlegen. Ich hätte den Schaft halt kürzer machen können. Es war halt auch mein Fehler. Ich hätte mir vielleicht auch vorher mal lesen können, dass das nur 300 Meter sind. Ja. Also, aber sonst kann ich sagen, bis jetzt lässt sich sehr gut stricken. Die Wolle ist so ein bisschen robuster. Aber sehr schöne Wolle und kann jetzt nichts dagegen sagen. Ich würde die auch am Hals tragen, würde mich jetzt nicht stören. Die ist auch sehr warm. Bei 30 Grad lässt sich trotzdem gut stricken. Und ja, genau. Ich stricke jetzt mal weiter. Ich werde euch dann in der nächsten Folge, denke ich, berichten. Ja, es wären so Sofasocken. Ich weiß auch noch nicht für wen, aber es wären sowas. Vielleicht geht es sich sehr aus. Wir werden sehen. Ja. Gut, und dann habe ich noch ein Projekt. Und das Projekt, an dem arbeite ich jetzt seit einer Woche jeden Tag und eigentlich nur. Also die Socken sind so früh zum Kaffee mal kurz, 10 Minuten. Aber ich habe ein Projekt, wo ich jetzt schon eine Woche wirklich jeden Tag dran arbeite. Ich hole es gerade mal. Und zwar, was macht man bei 30 Grad? Man schlägt einen Colorwork-Pullover an. Fragt mich bitte nicht, was mich geritten hat. Fragt es mich einfach nicht. Und zwar habe ich einen Colorwork-Pullover angestrickt und stricke jetzt halt seit einer Woche eine Passe. Und die ist halt auch ziemlich aufwendig, ich zeige es euch gleich. Ja, und zwar habe ich Wolle, ich glaube, die habe ich mal bei Wollen Berlin gekauft, ja. Hier. Tausend Dank und so. Die Tanja hat das verpackt, liebe Grüße an die Tanja, falls du das jemals siehst. Die haben halt immer so schöne Karten. Ich habe das hier in so einer kleinen, die Box gibt es bei Yis, also J irgendwas, keine Ahnung. War mal dänisches Bettenlager, das ist sehr praktisch. Werbung, Schleichwerbung. Und zwar habe ich da mal die Pernilla von Firkolana gekauft. In dieser Farbe Black und in dieser Farbe Chai. Farbe Chai hat die Nummer übrigens 102, glaube ich. Oder? Die 102 ist Black, die Farbe Chai ist irgendeine andere Farbe. Nummer, die 364. Und daraus stricke ich einen Colorwork-Pullover in Schwarz. Und ich dachte halt, eigentlich wollte ich es im Herbst stricken, weil ich gedacht habe, im Winter ist Schwarz stricken nicht so. Ja. Und den habe ich angeschlagen und jetzt kämpfe ich aktuell noch ein bisschen mit der Passe. Ich bin fast fertig, tatsächlich. Ich kann es euch ja nicht komplett zeigen, weil ich noch nicht die Ärmel abgetrennt habe. Aber ich habe noch, glaube ich, 5 Runden Colorwork und dann muss ich mal gucken, wie tief der Yoke sitzt. Das ist ein Yoke, ein Rundpassenpullover. Und zwar stricke ich diesen. Vielleicht kennt ihr die.
Nee. Das ist der Elephant Promenade von Annie Lapp. Eine Kaufanleitung bei Ravelry, die ich schon ein anderthalbes Jahr stricken möchte. Ich habe den mal gesehen, als ich Colorwork Pullover bei Ravelry gesucht habe mit Tieren. Oh. Oh, Moment, ich muss mal kurz meine Maschen retten. Warte, das jetzt. Auf jeden Fall habe ich den da mal gesehen. Ich muss mal kurz Maschen aufhören. Wartet mal kurz. Und mal. Moment. Nee. So. Ja, auf jeden Fall habe ich den da mal gesehen und dachte mir, den willst du unbedingt mal stricken. Und jetzt hat mich so, also mir ist die Wolle in die Hand gefallen. Ich dachte, das ist die Wolle für diesen Pullover. Ist ja eigentlich nicht so meine Farbskala, aber ich finde, der passt wirklich sehr schön. Und man strickt halt hier oben, fängt man an am Bündchen, dann macht man verkürzte Reihen, die sieht man hier auch schön. Und dann strickt man diese Colorwork-Passe. Ja, jetzt habt ihr bei mir tatsächlich, ich glaube, im Podcast noch nie in dem ein Jahr und drei Monaten einen Colorwork-Pullover gesehen. Aber jetzt kommt einer. Also ich stricke halt wirklich nicht viel Colorwork. Ich bin auch absolut keine geübte Colorwork-Strickerin. Und ich finde tatsächlich, ich will mich nicht selbst loben, dafür sieht die Passe aber richtig gut aus. Dafür, dass ich wirklich nie Colorwork stricke, finde ich, die ist mir gut gelungen. Also ich bin richtig froh darüber. Also die Passe ist auch fast fertig. Man fängt halt hier an, dann macht man die verkürzten Reihen und dann strickt man diese Rundpasse. Und dieses Muster hier ist auch das Abschlussmuster. Und mir fehlen halt wirklich noch ein paar. Und dann geht es schwarz den Körper runter und unten laufen dann nochmal die wunderschönen Elefantenrumpen. Ja, ich bin so happy. Dieses Projekt ist aktuell ein richtiges Suchtprojekt. Also ich habe für den Jog jetzt 4 Tage gebraucht. Aber ich habe ja auch, also ich gehe auf Arbeit und dafür den so runter zu rattern, bin ich eigentlich ganz gut. Ja, das wird ein Beitrag für den Dream Knit Car von Knitting Traditions, habe ich mir so überlegt. Also ich hatte jetzt mal ihren Podcast wieder geschaut. Zwischendurch hatte ich halt gar keine Podcasts mehr geschaut. Und jetzt dachte ich, schaust du mal rein und dann hat sie das so erzählt. Also ich glaube, ich habe nicht die aktuelle Folge gesehen. Ich habe die gesehen, wo sie den von Lillehammer den olympischen Sweater fertig zeigt. Und dann dachte ich, das machst du und das postest du da und das wird deine. Ja. Ich bin ja so reiseverrückt und Afrika. Also ich war schon in Südafrika. 2,5 Wochen und da finde ich dieses Ding sehr schön. Ja. Ich hoffe, er passt mir. Ich denke schon, die Maschenprobe habe ich gestrickt. Allerdings ist die Maschenprobe, ich verliere schon wieder die Maschen, mein Seil ist eindeutig zu kurz, ohne Colorwork. Das heißt, ja, muss ich mal gucken. Wenn es ein bisschen größer ist, wird es mich gar nicht stören. Das wird eh relativ warm. Und ja. Das Garn habe ich euch schon gezeigt, das ist ein Fingering-Garn. Und ich stricke das tatsächlich auf 3 mm Nadeln. Das heißt, es dauert ein Stück, bis das fertig ist. Ja. Genau. Ich bin so happy darüber. Ich bin auch so glücklich. Wirklich. Ich stricke ja wirklich nicht oft Colorwork, aber wenn ich stricke, dann bin ich wie euphorisiert. Also da muss ich mich wirklich der Rabbel packen und das hat es mich jetzt bei diesem Pullover. Ja. Was ich ein bisschen blöd finde an der Anleitung, sage ich auch ehrlich, und zwar ist der Chart schwarz-weiß, das ist ganz gut für die Passe. Ich habe tatsächlich hier halt für jede Wiederholung so einen Maschenmarker drin. Aber ich stricke jetzt zum Beispiel, ist im Chart die Elefanten dunkel und der Hintergrund hell. Das heißt, ich musste den Chart drehen. Im Knit Companion geht das richtig gut. Aber wenn man das halt, also ich... Meine Oma würde sich zum Beispiel das ganze Ding ausdrucken und könnte das jetzt nicht einfach drehen. Und da für sie ist das unglaublich schwer, dann zu stricken. Weil man muss halt ständig umdenken. Ja, dunkel ist hell und hell ist dunkel. Und das macht es richtig kompliziert. Also das würde ich mir wünschen für die Kaufanleitung, was es ist. Die ist auch sehr teuer, finde ich. Dass man das vielleicht noch mit reinmacht in einen inversen Chart. Das finde ich schön. Ich habe schon überlegt, ob ich das der Designerin mal schreibe. Es ist halt wirklich anstrengend. Ja. Genau, ich habe mich entschieden, ich mache die Langarm-Version. Also wenn ich jetzt schon hier so einen dicken, es ist ja dick,
Colorwork-Pullover stricke, dann mache ich auch die Langarm-Version. Und ich hoffe, mein Ziel ist es, im Herbst ihn fertig zu haben. Ja. Ich werde jetzt versuchen, vom Urlaub noch die Passe fertig zu machen und die Ärmel abzutrennen. Dann werde ich versuchen, diese Socken noch fertig zu machen. Und dann will ich noch was für den Urlaub anschlagen, das sage ich euch gleich. Ja. Also, das ist der Elephant Promenade Kaufanleitung. Ich glaube, sie kostet dann die 10 Euro. Das ist halt schon echt viel. Aber ich finde, es lohnt sich. Die ist auch sehr gut geschrieben. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass bei den größeren Größen das mit der Größe nicht passt. Also ich stricke jetzt Größe 2, weil mir sieht es echt gut aus. Ich weiß nicht, wenn jemand eine größere Größe braucht, wie es da aussieht. Müsste man, also könntet ihr noch einfach nochmal nachlesen. Es haben relativ viele schon gestrickt, also ich glaube 300 Leute oder so. Das ist auch das beliebteste Design der Designerin. Ja, genau. Also, ich berichte euch davon. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe übrigens jetzt gerade, also von dem Kontrastgarn, das ist das erste Knäuel von beiden. Von dem habe ich übrigens 5 und von dem 2. Ich hoffe, das reicht. Also das ist hier schon das Neue. Ich hoffe, es reicht. Ich denke aber schon, es fehlt halt noch unten die Passe für den Farbton Chai. Und an den Ärmeln kommt dann auch nochmal so ein kleines Muster. Das ist sehr ähnlich zu dem, was jetzt hier unten kommt, hin. Ja. Mal gucken, wie weit ich das nächste Mal bin nach dem Urlaub. So, ich stricke jetzt halt, ich nehme es nicht mit in den Urlaub. Da muss ich dann einfach mal gucken. Ja, genau. Das ist meine Freude aktuell. Das macht mich sehr glücklich. Ja. Ich bin jetzt auch gerade so verrückt, dass ich schon überlege, was ich als nächstes für ein Colorwork-Teil stricke. Ja. Ach, und das kann ich euch noch sagen. Also ich habe hier hinten tatsächlich kein Letterback eingestrickt, sondern ich habe einfach die Spannfäden so gelassen, wie sie sind. Und, also hier sind die Elefanten. Man hat halt einmal, glaube ich, 9 oder 10 Maschen, wo man überbrücken muss. Ich habe dann halt einmal eingewebt, aber ich finde jetzt eigentlich, dass es nicht schlecht aussieht. So. Also die sind auch nicht so ewig lang, also hängen jetzt irgendwie runter. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Wäre das die ganze Passe gewesen, jetzt mit Elefanten, also alles, dann hätte ich ein Letterback eingestrickt. Aber für das brauche ich es jetzt hier nicht. So. Genau. Gut, ich würde sagen, ich hole mal das, was ich anschlagen möchte und dann können wir ja noch so kurz ein bisschen quatschen. Dazu muss ich mal kurz die Zeit stoppen. So, ich habe einen längeren Flug vor mir. Ich habe hier diesen Beutel, ich weiß gar nicht, wo ich ihn her habe. Hope, Hoffnung, von Innenstadt Jena. Ich glaube, dann müsste er aus dem Strickladen in Jena sein. Und ich habe letztes Jahr, war ich ja in Irland im Urlaub. Und da hatte ich, war ich im This Is Knit in Dublin, in dem Strickladen. Und da hatte ich diese Wolle gekauft. Und diese 6 Knäuel von dem Mohair. Das ist von Karma Rose. Die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Die Midnight Soul. Das sind 54% Baby Alpaka, 36% Tencel und 10% Merino. Ja, und da habe ich halt diese Farben gekauft. Und ich habe mir jetzt überlegt, was nimmst du mit auf einen Flug, wo du nur 20 Kilo hast und wo du was Einfaches zu stricken brauchst mit Holznadel. Und ich habe mich entschieden, weil ich das letztes Jahr schon machen wollte, davon noch einen Osaka zu stricken. Ich werde den auch in Runden stricken, wie ich den letzten gestrickt habe. Und ja, das ist ein sehr langweiliges Projekt, gebe ich ehrlich zu. Ich freue mich trotzdem drauf wegen den Farben. Allerdings habe ich halt wirklich die Kapazitäten nicht und ich brauche ein Projekt, was A leicht ist und B, wo ich ewig dran stricke. Und die Chance, dass ich das in 2,5 Wochen reise, wo ich auch eine Rundreise mache, also ich bin nicht irgendwie am Strand und habe Zeit, fertig zu kriegen, das wird gegen unendlich gehen. Das werde ich nicht schaffen. Ja, also das ist der Plan, daraus einen Osaka zu stricken. Ja, ich denke, ich werde 3 mm Nadel nehmen, mal gucken. Denke schon. Und dann muss ich mal überlegen, wie ich die Farben anordne. Also so denke ich nicht. Und ja, also das wird mein Projekt to go werden. Ich überlege, ob ich noch ein zweites mitnehme. Das weiß ich nicht. Das werde ich dann am Sonntag anschlagen. Also Montag geht's los. Da fahren wir erstmal vom Flughafen. Und dann, also nach Frankfurt. Ich fliege nach Frankfurt. Und dann Dienstag geht's los mit Fliegen. Ja. Ja, wir fliegen halt Mittag und für uns ist nach Frankfurt 5 Stunden mit dem Zug.
Und da ist es halt ganz praktisch, wenn ich schon einen Tag vorher anreise. Wir schlafen dann im Airport Hotel und dann geht's los. Das heißt auch für euch, dass die nächste Folge jetzt auch ein Stück auf sich warten lässt. Also ich bin bis Ende Juli im Urlaub, also kurz vor Ende Juli. Und dann, wenn ich dann nur ein Projekt gestrickt habe, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da gleich wieder aufnehme oder nicht. Also das muss ich dann mal schauen. Ja, und sonst gibt es ja eigentlich gar nicht wirklich viel Neues. Außer ein was, das wollte ich euch noch sagen. Und zwar habe ich euch ja gezeigt, dass ich habe euch ja das Projekt Dachrinnenprojekt gezeigt für den Strickladen in Jena. Das war diese pinke, ewig lange Dachrinne. Und ich versuche es euch unten zu verlinken. Es war nämlich das MDR dort. Und es haben ja noch mehr Strickerinnen die Gasse eingestrickt. Und die haben einen Beitrag gebracht darüber mit dem Einstricken und auch über den Strickladen, wo ich öfters schon hingehe, zu Andrea. Und ich dachte halt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, das sind 2 Minuten. Ich hatte es bei Instagram schon geteilt und da könnt ihr gerne mal reinschauen, also wo ich immer so hingehe und was ich so hat, da ist sie auch zu sehen. Und es ist ganz schön, da sind auch noch andere aus der Gasse zu sehen. Geht 2 Minuten, ich versuche das euch unten zu verlinken. Das kam diese Woche raus. Vielleicht haben es einige auch gesehen, ich hatte es in meiner Instagram-Story. Und ja, also es ist immer ganz schön, wenn ich finde es halt wichtig, noch solche lokalen Strickläden, wenn es die noch gibt, zu unterstützen. Und schaut da einfach mal rein und schaut doch mal bei der Andrea vorbei, wenn sie da ist. Ich habe schon die ein oder andere gehört, dass sie da war. Das hat mich sehr gefreut. Ich persönlich bin da halt wirklich nicht so oft. Ich gehe ab und zu mal zum Stricktreff, aber es geht bei mir halt auch nur, wenn ich frei habe. Weil es sind halt schon 1 Stunde Fahrt dahin und das ist halt schon weit. Da ist es halt schwierig. Also, weil ich da auch gefragt wurde, ob ich da bin. Also, der Stricktreff ist manchmal dienstags, aber meistens ist es mittwochs. Und das ist für mich arbeitstechnisch halt, wenn ich arbeite, so gut wie unmöglich. Also, eigentlich unmöglich, weil ich halt meistens auch bis zu der Zeit arbeite, wo es losgeht. Und das bringt mir halt nichts, wenn ich dann da noch 1 Stunde hinfahre. Weil da ist einfach schon 1 Stunde vom Stricktreff weg und da geht halt 3 Stunden. Und ja, deswegen bin ich da nicht so häufig. Aber das lässt sich bestimmt auch mal einrichten, dass wir mal irgendwie so ein kleines Fest machen oder so. Ich muss mal fragen. Oder wenn mal wieder was ist an Events, dann versuche ich da auch hinzukommen. Apropos Events. Ich wurde auch gefragt, ob ich in Berlin beim Wedding Wool Weekend bin. Nein, bin ich nicht. Tatsächlich bin ich da gerade im Urlaub. Ich hatte überlegt, ob ich da vielleicht hinfahre, aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts. Vielleicht wird es nächstes Jahr was, wenn es nicht gerade das Wochenende ist und meine beste Freundin heiratet. Die heiratet nächstes Jahr. Dann würde ich da auch mal vorbeikommen. Berlin ist 3 Stunden weg von uns, also mit dem Zug. Ich fahre da im Zug. Aber das Problem bei aktuell ist halt auch, dass die S-Bahn-Strecke nach Leipzig gesperrt ist. Das heißt, man fährt aktuell 5 Stunden nach Berlin. Ja, wir reden nicht darüber, was hier aktuell los ist. Das ist nicht mehr ganz normal, was die Bahn hier gerade macht. Das Problem ist, dass hier halt auf der S-Bahn-Linie Brücken einsturzgefährdet sind und jetzt halt ein halbes Jahr gesperrt ist mit Schienenersatzverkehr. Und das ist halt... Also wenn man statt 1 Stunde nach Leipzig dann 2,5 Stunden fährt, das ist halt schon ein Unterschied. Und ja, so geht es mir auch aktuell nach Nürnberg, das ist ja auch gesperrt. Also es ist die Katastrophe schlechthin aktuell. Das heißt, eigentlich fahre ich wirklich gerne Zug, da kann ich halt handarbeiten. Aber aktuell fahre ich lieber mit dem Auto. Also es klingt hart, aber es ist einfach so. Ja. Dann habe ich noch ein was, hoffentlich. Ich denke, ich muss mal hier meinen Plan gucken. Ich habe hier so einen Plan, aber irgendwie verfolge ich den nie. Am, ich glaube, 30. ist in Chemnitz, also in Glöser, Chemnitz-Glöser, so ein kleines Wollspinnenfest, wie auch immer, in irgendeiner Halle. Und ich wollte fragen, ob da irgendjemand ist. Ich bin da wieder da und wenn mich der Jetlag nicht ganz einholt, habe ich überlegt, ob ich da mal vorbeischaue. Ja. Also falls da jemand ist, der kann mich gerne mal anschreiben. Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. Aber ja, da sind ganz viele Spinnfasern, glaube ich, und so. Aber
Es gibt auch Wolle. Mir geht es auch gar nicht darum, jetzt da sehr viel zu kaufen, sondern es würde sich halt mal anbieten, weil es von mir halt nur eine Dreiviertelstunde weg ist, Chemnitz. Da könnte ich halt auch mal hinkommen. Genau. Jo. Sonst muss ich morgen noch auf Arbeit. aber morgen Nachmittag, also ich bin schon am Urlaubsvorbereiten, ich wasche gerade schon welche und will jetzt nochmal putzen alles. Und ja, wer kennt es nicht, also ich fahre immer mit einer sauberen Wohnung in Urlaub. Ich kann das nicht ab, wenn ich wiederkomme und das Erste, was ich machen muss, ist putzen. Ja, und dann ist das Wochenende bei uns hier noch so ein bisschen Feier und so ein bisschen gemütliches Beisammen sein. Und ja, und dann geht's los. Ich bin schon sehr aufgeregt, vielleicht merkt man es. Ich freue mich aber auch. Und dann ja, bin ich, denke ich, Ende Juli hoffentlich mit dem Video wieder da, was dann definitiv sehr kurz sein wird, aber weil nicht viel zu zeigen wahrscheinlich. Aber dann kann ich euch immer berichten, wie es war, wo ich war und was wir so gemacht haben. Und ja, genau. Vielleicht schaffe ich es in den Wollern, das wäre schön. Aber ich kann es halt nicht vorher sagen, ich gehe in den Wollern, weil wir eben eine Rundreise machen. Und das ist halt immer so eine Sache. Also wer das schon mal gemacht hat, da ist man halt eigentlich nur die ganze Zeit am und zum nächsten Ort und zum nächsten Ort und noch ein Ort. Und ja, ich muss mal schauen, was das dann so wird. Ich hoffe auch, wir können einreisen. Visa habe ich beantragt. Ich habe sie auch genehmigt. Ich hoffe, jetzt kommen wir auch rein. Und ja, genau. Ja, sonst, jetzt kommt die Sonne ganz schnell rum hier. Also hier ist sie nachmittags immer. Gegen Abend dann. Und ich werde jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen aufräumen hier. Das ganze Strickzeug, was jetzt schon seit 2 Wochen hier liegt, was fertig ist, wegräumen. Und dann werde ich versuchen, das Colorwork heute hier noch fertig zu bekommen. Ich kann gerade nicht mal konzentriert Colorwork stricken, während ich mit euch quatsche. Aber es ist nur 2 Maschen in der einen Farbe, 2 Maschen in der anderen Farbe. Und ich kann auch, also wenn ich jetzt hier nebenbei quatsche, kann ich auch nicht meine normale Colorwork-Technik stricken. Da geht es bei mir nur über einen Finger. Normalerweise stricke ich, habe diese 2-Finger-Technik. Aber ich kann das einfach nicht, wenn ich dabei rede und noch andere Dinge im Kopf habe. Ja, genau. Also, falls ihr irgendwie was wissen wollt, dann schreibt das doch unten rein. Falls ihr irgendwie sonstiges kommentiert sehr gerne. Ich freue mich eigentlich immer. Ich freue mich auch über die Daumen nach oben. Ich freue mich über die Abonnenten. Irgendwie verliere ich aktuell sehr viele Abonnenten, aber ist auch nicht schlimm. Ich mache das nicht wegen der Abonnenten. Und ja. Ah, mir fällt noch was ein. Oh, heute ist aber auch, ne? Also erst das, dann dies, dann das und tralala. Ich habe festgestellt, als ich das Video vom letzten Mal geschaut habe, dass bei mir doch sehr viel Werbung kommt. Ich habe ja die Videos nicht monetarisiert und ich muss jetzt echt mal überlegen, was ich mache. Um ehrlich zu sein, also ich habe meins angeguckt und es kam 3 oder 4 Mal Werbung und mich hat das schon ein bisschen genervt. Also wenn das bei euch auch so ist, dann schreibt das doch gerne auch mal unten drunter, dass ich so ein bisschen einschätzen kann, wie viel Werbung kommt. Kann man die wegklicken? Weil eigentlich geht das so nicht weiter. Und ich muss jetzt mal halt mal gucken, ob ich irgendwie eine gute Lösung dafür finde. Weil, ja, genau. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Juli. Wir sehen uns ja im Juli jetzt nicht wirklich. Und auch einen schönen Start in die Ferien, weil es beginnen ja überall, glaube ich, auch die Ferien. Also hier, glaube ich, auch, also Sachsen, fängt, glaube ich, morgen ist der letzte Schultag. Und dann sind alle urlaubsreif, glaube ich, und genießt es, verbrennt euch nicht, holt euch nicht einen Sonnenstich. Und ich sage tschüss und ciao.